ungesund, unsere Gesellschaft nicht. Sache sollte man schon eine klare Haltung. Das ist ein auszubauender Baum und Wegweiser. Du warst sogar fanatischer Christ. Ja, bin stark genug zu den positiven Dingen des Lebens. Ich hasse mich zurück. Dann bin ich so. Ich habe zwei Hunde, bald noch zwei Küken. Ich habe mich schon gefreut auf die gute Laune, die du mitbringst. Alles rauslösen, weil es das aufnehmen kann. Also es ist also eine wahnsinnige Ruhe. Wir melden uns zurück aus unserer Sommerpause und wir starten bei dann eben anders mit einem Paukenschlag. Er ist einer der erfolgreichsten und schillerndsten Persönlichkeiten des Landes mit wahnsinnig hohem Bekanntheitsgrad, Harald Glöckler. Und ich möchte mit ihm heute einmal darüber sprechen, wie er persönlich mit Krisen umgeht, wie er die Corona-Krise erlebt hat und was er uns rät, um erfolgreich aus Krisen hervorzugehen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Harald Glöckler. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, und herzlichen Dank für die Einladung, denn wir sind ja heute hier bei Ihnen zu Hause, an dem Ort, an dem Sie sich auch während der Corona-Isolation aufgehalten haben. Wie haben Sie denn die Corona-Krise bis jetzt erlebt? Also erstmal hat es mich ja auch überrascht, wie alle anderen auch, und kam das ja wie ein Paukenschlag. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder mit einer Krise als Chaos zu sehen. Eine Krise hat ja im Chinesischen zwei Bedeutungen. Chance und Herausforderung oder Problem oder, ja. Und wir leben Gefahr, in Gefahr, glaube ich, und Problem, ne? Oder ja, Gefahr und Chance. Ja, ja, Gefahr, genau. Oder wie man es definieren will, ja. Und wir leben in einer Dualität und nichts ist nur gut und nichts ist nur schlecht. Also alles hat ja zwei Seiten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann sind wir halt mal zu Hause, dann gucken wir jetzt aber, dass wir das Beste draus machen. Und damit es nachher nach vorne geht und damit etwas erfolgen kann, muss ja vorher etwas passieren. Sonst gibt es keinen Erfolg, denn es folgt ja einer Handlung. Und so habe ich begonnen, mir zu überlegen, was könnte passen, was fehlt dir noch. Ich habe ein reines Lizenzgeschäft, welche Partner hättest du noch gerne? Habe gegoogelt, habe da angerufen, habe gesagt, wie wäre es, wenn wir zwei Hübschen was zusammen machen? Und habe ca. 20 neue Lizenzpartner bereits jetzt gewonnen, mit denen unterschrieben. Und viele neue sind bereits schon wieder am Start. Und habe ein Buch geschrieben, Krise als Chance, erfolgreich in der Zukunft. Das ich jetzt nicht hier in der Hand halte, aber das können wir nachher einblenden. Ja, weil das finde ich immer so ein bisschen komisch, wenn man das so hochhält. Ein Buch, das mein bestes Buch geworden ist, ein Motivationsbuch, das eben genau das sagt. Finde auch in Krisen oder in schwierigen Situationen eben die Momente, die dich vielleicht weiterbringen. Und im Übrigen, wenn wir mal ein bisschen nachdenken, sind es ja immer die Krisen, die uns weitergebracht haben, weil dann sind wir gezwungen, etwas zu unternehmen. Denn wenn es uns gut geht, dann unternehmen wir meist ja nichts, sondern sind ja zufrieden und lassen es so, wie es ist. Genau, wir sprechen auch gleich nochmal genauer über das Buch, weil Krise als Chance passt ja genau zu unserem Thema, unserer Sendung. Und das Besondere an Ihnen als Autor ist ja, dass Sie einerseits wahnsinnig erfolgreich sind, andererseits aber auch nicht mit einem goldenen Löffel auf die Welt gekommen sind, sondern Sie haben sich das wirklich alles selbst erarbeitet. Ja, das ist richtig. Also ich hatte eine sehr schwierige Kindheit und aufgrund dieser, mein Vater war gewalttätig und meine Mutter, das war so, ja, eine dieser Ehen, wo die Frau geschlagen wird und ich als Kind nie wusste, also ich musste mir nicht, es ging nicht darum, dass ich darüber nachdenke, gibt es vielleicht, könnte es vielleicht Streit geben, sondern wie schlimm ist er? Also liegt die Mutter blutend am Boden oder, und wenn man sich das vorstellt, dass ein Kind, so, wenn ich darüber nachdenke, solange ich denken kann, fand das statt und das ist eigentlich schrecklich. Das ist schlimm. Und als ich 6 Jahre alt war, dachte ich mir, eigentlich bist du hier im falschen Film, und habe beschlossen, mir eine eigene Welt zu kreieren, eine pompösere Welt, eine schönere Welt, in der jede Frau eine Prinzessin sein darf, kann, soll, und ich der Modeprinz. Und das ist eigentlich so mein Credo. Ich wollte nie Modemacher werden. Und das ist eigentlich auch mein Erfolg in der heutigen Zeit, dass ich eben nicht nur Mode mache, sondern Häuser entwerfe und die gebaut wurden, Tapeten in über 80 Ländern mit meinen Produkten vertreten bin und eben sehr ein Maler bin, ein Skulpteur, sehr vielschichtig bin. Ja, das ist ja Wahnsinn. Sie haben mit 6 Jahren, haben Sie sich es in den Kopf gesetzt und haben es in dieser Form umgesetzt. Ist es auch eine Hommage an Ihre Mutter, die ja auch sehr unter dem Vater gelitten hat? Nein, also das Traurige ist, je länger man etwa über, das ist ein bisschen wie im Glauben. Deshalb, man könnte ja auch denken,
wenn ein Mönch im Kloster ist, dann müsste er irgendwann ja die Erleuchtung erreicht haben und dann wird es langweilig. Nein, je mehr Fragen man stellt, desto mehr Fragen kommen. Es kommen ja nicht mehr Antworten, es kommen ja auch immer mehr Fragen und Zweifel. Und das Traurige ist, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr muss ich leider konstatieren, dass am Ende auch meine Mutter mit dran schuld war und ich das Opfer war, weniger sie, sondern sie haben mir das zugemutet. Denn leider muss ich sagen, dass es meistens eine Täter-Opfer-Opfer-Täter-Beziehung ist. Und auch wenn es damals nicht so üblich wäre, hätte sie trotzdem ja diesen Mann verlassen können, hat es aber nicht getan. Und inzwischen finde ich das als eine Zumutung und ich bin, es ist keine Hommage an meine Mutter, es ist eigentlich eine Hommage an die Menschen, zu sagen, macht euch das Leben doch schön, nehmt es an, nehmt es leicht und macht es euch nicht so schwer. Also Selbstverantwortung übernehmen ist ein ganz großes Thema. Auch ja, das möchte ja gar keiner mehr heute. Genau. Ja. Aber ich möchte noch mal ganz kurz bei Ihrer Kindheit bleiben, damit die Zuschauer auch verstehen, woher Ihre Stärke kommt. Denn tatsächlich mussten Sie bei einer dieser Gewaltattacken mit 13 Jahren erleben, wie Ihre Mutter so schwer zu Schaden kam, dass sie gestorben ist. Sie haben das tatsächlich miterlebt. Aber die Stärke kommt nicht daher. Die Stärke hatte ich, glaube ich. Also, und die Stärke haben wir alle, nur die einen entdecken sie und die anderen entdecken sie nicht. Ja. Ich bin ja auch sehr buddhistisch und sehr spirituell. Ich glaube auch, das hat etwas damit zu tun, was wir in diesem Leben erleben wollen. Für mich ist das Leben wie ein Opernhaus, ja. Und wir entscheiden vorher, dass wir also in eine Oper spielen wollen und entscheiden auch ein bisschen, wer unsere Mitspieler sind. Das ist also schon mal vorgegeben. Aber ich glaube schon, dass wir das Programm wechseln können, also vom Drama, von der Tragödie zur Operette. Und viele Menschen denken ja, dass sie gar keine Chance haben einzugreifen. Und viele möchten auch in der Tragödie leben. Die fühlen sich ganz wohl in der Opferrolle und generieren dadurch Energie, indem sie die Aufmerksamkeit anderer Menschen erreichen. Ich hatte eine Tante in der Kindheit, ich vergesse das nie, die war damals so eine Großtante, die war damals schon, also als ich mich erinnern kann, das Jüngste, was ich mir erinnern kann, war sie 84. Und dann ist man sie also besuchen gegangen, da gab es viel Kuchen, Torten und alle Tanten saßen da. Und dann hat die immer gesagt, wer weiß, ob ich noch lebe nächstes Jahr. Ich werde sterben, ich werde nicht mehr leben. Die ist 10 Jahre gestorben. 10 Jahre ist die gestorben, die war quietschfidel, ja. Aber das war der ihr Ding. Und so hat die uns den Kopf voll gejault, ja. Jedes Mal, wenn man die gesehen hat, die geheult, ich sterbe sowieso bald, ja. Aber das war ihre Art, Energie zu ziehen. Ja. Trotzdem hatten Sie auch doch eine so schlimme Kindheit, da wären viele dran zerbrochen. Sie haben daraus eine riesige Karriere aufgebaut. Ist das eine Kraft, die Sie in sich tragen? Sind das Charaktereigenschaften? Gab es Ressourcen, andere Menschen, die Sie geprägt haben? Es sind Charaktereigenschaften, denke ich schon. Es ist die Kraft und Disziplin und der Wille zu siegen. Und den haben vielleicht andere nicht so in diesem Ausmaß. Ich habe vielleicht ein Gen mehr mitbekommen, so einen Stachel, der mich immer antreibt. Und ich hatte nie ein Neidempfinden, was andere Menschen haben. Dass sie etwas sehen und sagen, warum haben die das und ich nicht? Also das, was man uns erzählt, die Armen sind arm, weil die Reichen reich sind und all so ein Schmarrn, also habe ich nie geglaubt. Und ich habe auch nie daran geglaubt, dass einem Leben etwas geschenkt wird. Ich habe mir auch gedacht, nee, Geschenke gibt es nicht, die Rechnung kommt immer. Mach mal, erschaffst du das mal lieber alles selbst, ja? Sie sind auch ein sehr werteorientierter Mensch. Das merkt man auch in dem Buch, dass Werte für Sie sehr wichtig sind. Auch Freundlichkeit, Höflichkeit, das sind ja Werte, die oft in Vergessenheit geraten heutzutage. Ja, und Loyalität und Umgang. Und man kann ja bei allem immer trotzdem höflich bleiben. Also ich werde auch mal direkt und man muss auch klar und deutlich sagen, wenn einem etwas nicht passt. Man muss heutzutage auch klar und deutlich sagen, wenn Menschen Grenzen überschreiten und sagen, also das ist bis hierher aber nicht weiter. Aber man kann das immer trotzdem höflich machen. Mhm. Ich habe auch eine große Faszination an Dingen, eine große Faszination an Menschen und am Leben, an Neuem. Ich kann mich immer wieder begeistern und Dinge neu entdecken. Wissen Sie, ich habe so viel erlebt und ich hatte
Ich hatte so viele Menschen, ich hatte Lunch mit Sean Connery, Dinner mit Katrina Zeta-Jones, mit der Fürstenfamilie und vielen, vielen tollen Menschen und habe bis jetzt schon ein wunderbares Leben. Habe Grace Bumbry, die große Operndiva, kennengelernt. Aber trotzdem, wenn Sie jetzt, angenommen, Sie hätten jetzt eine Opernausbildung und singen, dann sage ich ja jetzt aber nicht, ach mein Gott, jetzt habe ich Grace Bumbry gehört und ja, das ist jetzt aber kein Vergleich. Also sowas mache ich nicht. Nein, ich sehe sie völlig unbeurteilt und unvorbeurteilt. Mhm. Und nicht über Menschen urteilen, auch nein, ein ganz wichtiger Aussage. Nein, und auch nicht vergleichen. Und erfreue mich dann dran. Und das können viele nicht, weil sie ja zwar nicht so viel erlebt haben vielleicht wie ich, aber weil sie dann immer sagen, ach nee, das habe ich schon, das kann der besser oder die besser. Und dann nimmt man sich so viel. Also ich gehe jeden Tag neugierig an und bedanke mich und freue mich, was er mir bringt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele Menschen gar nicht so über Sie wissen. Die nehmen Sie als pompös wahr, als kreativ, aber diese starke Werteorientierung, das ist ja auch etwas, was Sie sehr trägt und was Sie auch langfristig erfolgreich macht. Und in Ihrem Buch Krise als Chance unterscheiden Sie ja auch ganz klar zwischen erfolgreich sein und prominent sein, was ja auch heutzutage oft gleichgesetzt wird. Ja, das habe ich noch etwas dezidierter beschrieben in meinem Buch How to Get Famous, ja, das jetzt wieder rauskommt, dass ich sage, also erstmal müssen sich die Menschen mal klar werden, was sie überhaupt wollen. Ob sie berühmt werden wollen oder reich werden wollen oder beides. Also man kann ja reich werden wollen und gar nicht in der Öffentlichkeit, es gibt ja viele Menschen, die sehr, sehr reich sind, aber gar nicht in die Öffentlichkeit wollen, weil man dadurch ein viel angenehmeres Leben hat. Es gibt aber die Menschen, die eigentlich eben diese Öffentlichkeit wollen und brauchen und suchen, ja. Und genauso muss man differenzieren, das verstehen viele auch nicht, indem sie sagen, ja, ich würde auch gerne eine Modefirma gründen, ja, aber das ist ja nicht einfach. Doch, sage ich, einfach ist es schon, es ist vielleicht nicht leicht, aber einfach ist es schon. Also die Menschen differenzieren da auch nicht zwischen einfach und leicht. Ja. Es ist alles einfach. Es ist nur nicht immer leicht. Ja. Und damit die Zuschauer jetzt noch mal einen kleinen Einblick in das Buch bekommen, habe ich mir einfach mal 4 prägnante Sätze rausgeschrieben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Gedanken dazu mit uns teilen. Gerne. Euch fehlt es nicht am Können, sondern stets am Wollen. Ja, am Wollen und nicht nur am Wollen. Es ist also auch so, wissen Sie, wenn ich etwas will, dann, um das eine zu bekommen, muss man das andere immer lassen. Ja? Also entweder hat man das Geld oder den Käsekuchen, aber nicht beides. Ja? Oder Käsekuchen oder Größe 36. und viele Menschen, es muss einem klar sein, wenn man große Dinge erreichen will, muss man auch auf der anderen Seite große Opfer bringen. Harte Arbeit, Disziplin. Und dann muss man bereit sein, diese Opfer zu bringen. Und auch definieren, welche. Und dann muss man sie bringen und dann muss man das angehen. Aber viele Menschen, die träumen von etwas. Also das Einfachste ist, dass sie das Wollen ist manchmal zwar schon da, aber auch nur oberflächlich, indem Menschen sagen, junge Leute, ich würde auch gern so berühmt werden wie Sie, aber so viel arbeiten möchte ich nicht. Ja, ja, sage ich dann, viel Glück, probier's, ja. Auch eine Krankheit unserer Zeit, dass viele denken, es reicht, ein schönes Foto zu posten. Ja, ich weiß auch gar nicht, woraus das die Ansicht resultiert, dass Arbeit so etwas Schreckliches ist. Ich muss morgen wieder arbeiten gehen. Ich muss jeden Tag 6 Stunden arbeiten. Muss er nicht, er kann es doch einfach bleiben lassen. Ich meine, er muss gar nichts arbeiten, aber er soll dann, es kann ja auch einer entscheiden, ich arbeite gar nichts, dann bekomme ich kein Geld. Aber dann hör bitte auch auf, andere voll zu jammern und ihnen das Leben schwer zu machen. Also man muss nicht. Und wenn einem die Arbeit nicht gefällt, kann man eine andere machen. Aber es ist ja kein Muss. Ich finde es großartig. Wir sind hier auf der Welt. Jetzt werden wir 60 oder 80 oder 100. Ja, was wollen Sie denn bitte machen, wenn Sie nichts arbeiten? Was wollen Sie denn den ganzen Tag machen? Ich meine, wer nicht arbeiten will, kann in ein Kloster gehen. Der muss auch arbeiten, kann meditieren. Oder er kann wie Buddha unter einem Baum sitzen. Aber was wollen wir denn machen? So. Und nun ist die Arbeit Freitagmittag fertig. Endlich. So, und dann geht es los. Dann wird aber das Wochenende geplant. Ja? Also die meisten planen ihren Urlaub mehr als ihr Leben. Nächster Satz. Das Bewerten von Dingen, Menschen und Tatsachen als gut oder böse ist die Wurzel vielen Übels. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich.
Denn erstmal ist keiner nur gut und nur böse. Und zweitens, wer ist gut und wer ist böse? Wenn Sie im täglichen Leben jemanden umbringen, dann sind Sie böse und werden bestraft. Ja? Und wenn Sie als Soldat im Krieg sich verweigern, jemanden zu umbringen, dann sind Sie böse und werden bestraft. So, jetzt bitte, wo ist jetzt gut und wo ist böse? Hm. Es geht ja auch darum, dass man sich anmaßt, über andere zu urteilen, was ja oft auch in alltäglichen Dingen... Ja, aber das sind natürlich Menschen, die mit sich selbst Probleme haben. Erstmal ist das große Geschenk Gottes an uns das Leben, dass jeder machen kann, was er will. Also Sie können mich auch umbringen, das ist, können Sie, weil Gott greift nicht ein, aber Sie müssen halt nachher die Konsequenzen tragen. Aber theoretisch können Sie alles machen, ja? Und deshalb hat auch keiner das Recht, dem anderen vorzuschreiben, was er machen darf oder nicht machen darf, ja? Das ist das andere. Das nächste ist die Wahrheit. Ja, nun sag doch mal die Wahrheit. Sie suchen die Wahrheit. Ja, wenn die Wahrheit existiert, muss man sie nicht suchen. Dann muss man sie nicht suchen. Versteckt die sich vor uns oder was? Was macht die? Macht die Versteckspiel? Nee, also wenn Hund sucht auch schon die Wahrheit. Ja, ja. Also wenn die Wahrheit da ist, dann muss, und dann was für eine Wahrheit denn? Wer sagt, was die Wahrheit ist? Ja. Ne? Ja, ja. Dritter Satz wäre, wenn Sie erfolgreich werden wollen, müssen Sie Ihr Leben als Schaf unbedingt beenden. Ja, das ist jetzt aus dem, Kontext ein bisschen gerissen, das muss ich erklären. Man lebt ja auch unter Wölfen. Also es gibt Gut und Böse und es gibt auch Wölfe. Und je mehr man in der Hierarchie nach oben kommt, ins Gesetz, desto mehr Wölfe gibt es. Und dann muss ich mich natürlich als Schaf dem Wolf auch anpassen und muss als Schaf im Wolfspelz daherkommen. Wenn man als Schaf auf die Veranstaltung kommt, ist es schwierig. Ja, das heißt auf gut Deutsch, Sie müssen ein bisschen den Habitus und die Ausdrucksformen und die Art und Weise der Menschen annehmen, in deren Liga Sie spielen wollen. Ja? So, letzter Satz. Kopien sind wertlos, langweilig und energetisch leer. Ja, eine Kopie ist immer, wer will denn eine Kopie? Wer will ein Original? Und Menschen, die Kopien tragen, also ich denke mal, das ist so furchtbar. Jetzt haben Sie da so eine Louis Vuitton oder, ja, keinen Namen jetzt. Jetzt haben Sie da so eine Designertasche und wissen, das ist ein Fake. Das energetisch ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Ja, jetzt gehen Sie mit der raus, der Tasche. Also jetzt wissen Sie, die ist Fake. Jetzt müssen Sie doch damit rechnen, dass andere das auch feststellen. Erstmal hätten Sie ja gern die echte, die Originale. Also Sie wollen ja nicht, ja. Und dann gehen Sie mit der raus und eigentlich schwebt ja auch immer ein bisschen der Betrug darum, ja. Ja, und wenn es ganz dumm läuft, kriegen Sie sie abgenommen. In das Geschäft der Luxusmarke würde ich sowieso nicht mit reingehen mit der Tasche. So, und warum machen das Menschen? Warum holt man nicht einfach dann irgendeine schöne andere Tasche? Also das ist mangelndes Selbstbewusstsein und Menschen lieben Originale. Und das zeigt aber von Stärke, da gehört ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, zu sagen, ich bin so und take me or leave it, ja, or leave me. Leave ja. me. das ist aber... Ja, und am Ende werden diese Menschen vielleicht im ersten Moment schräg angeguckt, aber spätestens im zweiten oder dritten Moment bewundert. Ja. Das ist auch ein bisschen so, wissen Sie, jemand, der dann was erreicht hat, kann sich dann alles erlauben. Wenn Frau Müller am Tisch in einen Berg Schlagsahne mit dem Finger greift und den ableckt, dann sagen alle, mein Gott, die hat ja gar kein Benehmen. Wenn es ein Hollywood-Star macht, dann finden es alle ganz schick. Sagen sie, guck mal, wie unprätentiös sie ist. Ja. Aber es hat auch mit einer gewissen Aura zu tun. In Deutschland höre ich immer diesen Satz. Wissen Sie, es ist ja schön, wenn jemand bodenständig ist, dann finde ich, aber ich höre immer den Satz, der ist, der oder die ist so wundervoll normal. Da kriege ich schon einen Brechreiz. Ja. Erstmal, was ist denn normal? Und so wundervoll normal. Keiner von uns ist normal. Überhaupt keiner ist normal. Sollte vielleicht nicht das Ziel sein. Es gibt ja gar nicht normal. Wir sind doch nicht das Schaf Dolly. Wir sind doch nicht geklont. Jeder Mensch ist anders. Und da hat sich doch, also Gott macht keine Fehler. Der hat sich was gedacht. Also schon das Wort normal ist abnormal. Ja? Und nein, wir sind alle
außergewöhnlich. Wir haben alle einen Spleen. Der eine mehr, der andere weniger. Wir sind alle kapriziös, wir sind alle schwierig. Wir sind alle höflich, wir sind alle unhöflich, wir sind alle nett, wir sind alle unverschämt. Wir sind alles, weil wir alle Attribute in uns haben. Aber der ist so herrlich normal. Das ist aber natürlich auch nur in Deutschland, dass man so herrlich normal sein muss. Also ich war nie herrlich normal. Das glaube ich. Ja. Und hieß es oft, der oder die ist so normal und der Herr Glöckler, der ist so schwierig, so exzentrisch. Wissen Sie, ich habe die Tage gesagt, welche Frau will einen Mann, der so herrlich normal ist? Ja? Wenn man vor einem Mann kennt, dann sagt man, der ist so herrlich normal, da wollen Sie ihn ja schon nicht mehr haben. Ja? Ja? So. Und wenn etwas herrlich normal ist und Sie haben es genug gesehen, dann wollen Sie auch nicht mehr. Aber das, was exzentrisch ist, das kann immer wieder kommen. Ja? Das stimmt. Herr Glöckler, vielen lieben Dank für diese vielen, vielen klugen Worte. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Dankeschön, ja. Das war die aktuelle Ausgabe von Dann eben anders. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auf www.dannebenanders.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis bald.